Wir haben einen Schwachpunkt bei uns. Wo liegt der? Fenster. Die Fenster sind wirklich sehr energetisch schlecht. Und wenn man bei dir sogar, wenn man will, ist ja die ganze Fensterfront hier. Also wenn man jetzt so ein Wärmebild machen würde im Rathaus, würde man wahrscheinlich sehen, dass das alles hier ziemlich rot ist. Bürgermeister Andreas Igel gibt bereitwillig Auskunft. Sein Büro im Ludwigsfelder Rathaus wird von jungen Energiedetektivinnen unter die Lupe genommen. Wenn man da drüben schaut, das sind noch keine LEDs, da hinten auch nicht. Ne? Die wurden mal nachgerüstet hier, da haben sie umgebaut, weil das hier vorher so dunkel war. Da haben sie schon LEDs eingebaut, aber da hinten ist noch Halogenlampen. Ne? Die Mädchen gehören zur 8a des Marie-Curie-Gymnasiums. Ihre Klasse nimmt an der Mission Energiesparen teil. Es gibt drei Gruppen, Strom, Wärme und Zukunftsvisionen. Jede Gruppe hat einen Aufgabenbogen bekommen, wo wir hier in verschiedene Büros und halt auch hier reingucken und verschiedene Sachen dazu lösen, untersuchen. Und zum Beispiel halt das mit den Lampen. Oder zum Beispiel sollen wir in verschiedenen Räumen, die angegeben wurden in der Aufgabenstellung, die Temperatur messen und gucken, ob ein Raum überheizt ist und wie man auch am besten da sparen könnte. Wir sollten herausfinden, was für erneuerbare Energien es schon verwendet werden und ob welche in Planung sind. Und so erfahren die Schüler unter anderem, dass es in Ludwigsfelde rund 200 Solaranlagen gibt. Das mag jetzt viel klingen, wenn man aber umgekehrt weiß, dass mit den Solaranlagen gerade mal 1% des Strombedarfs in Ludwigsfelde gedeckt wird, dann ist das wenig. Ist das nicht viel? Liegt wohl daran, dass wir also auch aufgrund der Industrie, die wir hier haben, ein sehr energieintensiver Standort sind. Und das Sparen beginnt aber oft auch schon im Kleinen. Das zu vermitteln ist ein Ziel der Mission Energiesparen. Der Schülerwettbewerb der EMB Energiemarkt Brandenburg richtet sich an 8. Klassen und findet gerade zum 10. Mal statt. Es läuft sehr gut. Wir haben 27 Klassen, die teilnehmen aus 15 Schulen in Westbrandenburg. Viele aus dem Bereich Teltow-Fleming. Ludwigsfelde, das Marie-Curie-Gymnasium, nimmt zum ersten Mal teil. Da freuen wir uns natürlich, wenn wir auch immer noch mal neue Schulen für diesen Wettbewerb und für seine Ziele begeistern können. Klimaschutz, Energiesparen. Bei der Mission Energiesparen gibt es drei Etappen. Zuerst haben die Schüler jeweils ihr eigenes Zuhause untersucht. Die Kinder haben dort zu Hause gemessen, Temperaturen, Ströme, Geräte aufgezählt, die man hätte austauschen können, Möglichkeiten geguckt auf Energielabel, also geschaut, wo kann man zu Hause sparen, wie teuer ist ein Bad, also wenn man ein Vollbad nimmt, im Unterschied zur Dusche, und solche Sachen untersucht und dabei gerechnet, geschrieben, Ideen gehabt, was man vielleicht alles ausschalten könnte, um zu sparen. Also zu Hause zum Beispiel auch Sachen nicht die ganze Zeit im Standby laufen zu lassen, auch mal Sachen wirklich mal den Stecker rauszuziehen. Zu Hause achte ich dann meistens sowas drauf, dass ich lasse mein Handy nicht über Nacht laden. Wir haben zu Hause eine große Verteilerdose, wo alle Ladekabel drin hängen. Und jeden Tag ziehe ich dort auch den Stecker raus, wenn alles voll geladen ist. Den Kühlschrank nicht 5 Stunden lang offen lassen, sondern einfach schnell das Essen rausnehmen, wieder zumachen zum Beispiel. In der zweiten Etappe des Wettbewerbs ist eine öffentliche Einrichtung an der Reihe, wie heute das Rathaus. Und hier muss manchmal abgewogen werden zwischen Energiesparen und Arbeitsschutz. Also es dürfen sozusagen keine dunklen Ecken entstehen, ne, irgendwelche Stolper fallen. Dann sind wir nämlich hier sozusagen als Stadtverwaltung in der Pflicht, Sorge dafür zu tragen, dass hier eigentlich keiner im Haus zu Schaden kommt. Mit den Daten, die heute gesammelt werden, müssen die Schüler dann im Anschluss Rechenaufgaben lösen. Außerdem sollen sie sich Gedanken darüber machen, wie die zukünftige Energieversorgung des Rathauses aussehen könnte und Begründungen dafür schreiben. Das alles wird dann bewertet und die 6 besten Klassen kommen ins Finale. Dort lautet die Aufgabe, ein klimafreundliches Gebäude zu entwickeln und ein Modell zu bauen. Das ist Unterrichtsstoff, der praktisch angewendet werden kann. Und es ist andererseits auch eine Aufgabe, die von vielen gelöst werden kann, wo sie auch nochmal andere Talente zeigen können. Die Ergebnisse werden dann vor großem Publikum und einer Jury in Potsdam präsentiert. 3.500 Euro warten auf die Gewinnerklasse. Insgesamt vergibt die EMB bei der 10. Mission Energiesparen ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro.